Guten Morgen aus Sizilien. Wir haben dieses Jahr schon echt ein paar tolle Ausflüge gemacht und ich habe euch nie mitgenommen. Immer nur so auf Insta ein bisschen. Aber jetzt dachte ich mir, ich möchte das auch mal festhalten, auch wenn es nur ein, zwei Tage sind und auch wenn ich die Kamera nicht dabei habe. Aber ich glaube, das Handy tut es jetzt auch mal. Genau. Wir sind in Sizilien genau seit vorgestern Abend. Vorher waren wir paar Tage in der Schweiz in einem Familienhotel und jetzt sind wir hier bei seiner Oma. Genau, haben das Zimmer wie damals 2019, da hatte ich euch, glaube ich, ein bisschen mitgenommen. Ja, da haben wir die Sizilien-Rundreise gemacht, da habe ich euch auf jeden Fall mitgenommen. Genau, und heute haben wir auch ein bisschen was vor, weil gestern war tatsächlich echt nur ein Oma-zu-Hause-Familientag. Und ja, heute steht ein bisschen was auf dem Plan und ich nehme euch mit, aber jetzt gehen wir erstmal runter zum Frühstück. Da wird gerade Brot verkauft an der Tür. Was gibt's hier mal zum Frühstück? Ha? Ja, Kekse, süße Sachen. Und Kakao. Und Kakao. Mama Und nimmt für Wasser. Mama Wasser. Milena trocknet ab. Gehört auch dazu. Hier gibt es keine Spülmaschine. Gell? Hier gibt es auch noch einen Wassertank. Da muss man ein bisschen aufs Wasser aufpassen. So, es geht los. Wir haben übrigens ein Auto gemietet. Das hat alles gut geklappt. Da waren wir auch ein bisschen nervös, haben wir nämlich noch nie gemacht. Wir sind jetzt nach Palermo gefahren und gehen jetzt hier mal über den Markt und danach wollen wir an den Strand. Was hast du gefunden? Herzblätter. Cool. Grazie. Wir sind auf dem Weg zum Strand. In Palermo sieht man immer so viele schöne Palmen. Beim Markt habe ich übrigens was gefunden. Einmal Flipflops und eine Haarspange. Ich wollte sowieso Flipflops finden. Und so eine Haarspange wollte ich auch schon ewig. Es hat einfach zusammen nur 6 Euro gekostet. Kommt nicht so schön rüber wie in echt, aber die Bäume sind einfach lila. Sieht voll schön aus. Wir wollen dort zum Mondello Beach. Allerdings ist einiges an Straßen gesperrt, weil die irgend so ein Fahrrad-Event heute haben. Kommst du nur mit Fahrrad durch und jetzt versuchen wir quasi die Parallelstraße zu nehmen. Einfach mal durchquetschen! Wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch einen Platz. Hier ist nicht so schön. Wir gehen ein Stückchen weiter vor, wo es überfüllt ist. Hey. Und wir haben schon Essen ergattert. Arancine haben wir geholt. Es ist viel zu viel Alge da. Wir sind jetzt noch nach oben gefahren. Und ich mache keine Unterhose an. So eine schöne Aussicht. 2019 waren wir hier schon mal oben. Das war allerdings bei Sonnenuntergang. Das war auch so, so schön. Guck mal, die Segelboote. Die sind auf die Babyboote als Spielzeug. Mein Name. Oh mein Gott. Da stand hier bis jetzt. Wow, guck mal, wie das Wasser hier aussieht. Aber da stand sie da. Mehr als alles andere ungefähr. Dann komm zu mir. Wow, guck mal, wie das aussieht. Ich sehe hier schon. Das sind Ameisen. Interessant. Ich habe nicht gesehen.
guck mal, die sind wirklich riesig. Ein paar Babys sind dabei, aber ansonsten. Mhm. Ich kenne mich gut aus mit Salamander. Das ist ein Salamander. Echt? Ja. Voll hübsch. Hat Emma dann noch seine Zunge rausgestreckt? Wir gehen einkaufen. Wir wollen nämlich einen Käsekuchen backen und wir wollen Spätzle machen bei der Nonne. Das macht mir Lena. Und genau, dafür brauchen wir ein paar Sachen. Und der Herr braucht was für seine Haare. Wir mussten nämlich total viel am Flughafen leider abgeben, wegschmeißen, weil die Größen zu groß waren. Wir sind noch nicht so oft geflogen. Die Mutter von Marokko. Ja. Und dann hatten wir einfach zu große Größen dabei leider. Ich liebe ja Supermärkte in anderen Ländern. Ja, und dass die Mutter von Marokko bei uns ist. Wir müssen ein bisschen improvisieren, weil die haben weder Quark noch saure Sahne. Wir haben jetzt Mattes da genommen als Quarkersatz. Und das hier als saure Sahne. Und normale Sahne haben sie. Ich würde aber, meinst du nicht, das reicht, die vier kleinen? Okay. Gehen wir jetzt hin? Genau, wir sind frisch geduscht und umgezogen. Und jetzt gehen wir mit der Nonna und mit der Tante und dem Cousin von Milena und Kilia ins Restaurant was essen. Bruschetta muss immer sein. Grazie. Nachtisch. Das ist so eine Art Eis, aber es ist kein Eis. Wir machen uns mal ran an den Käsekuchen. Da bin ich echt gespannt, ob es was wird. Und später machen wir Spätzle selber. Heute ist so ein bisschen deutsche Küche angesagt. Danke. Jetzt sind wir ein bisschen spazieren. Wir wollen da oben hin auf La Rocca. Sind aber mal gespannt, Gesundheit, ob es offen hat, weil es ist wohl mal ein Brocken runtergekommen und war dann wohl mal zu. Mal gucken. Hier wäre eigentlich der Aufgang und dann da hinten rum nach oben. Aber es ist gerade viel zu verwachsen, also ja. Es war gerade auch ein Einheimischer hier und dann haben wir gefragt, ob das eben der Aufgang ist, weil wir uns nicht ganz sicher waren. Er hat gemeint, ja, aber es ist halt jetzt verwuchert und gefährlich und ja, ich glaube, wir lassen das lieber. In der Stadt ist halt auch irgendein Fest. Wir wissen nicht, was meins, aber wir gucken mal. Übrigens, die Wege hier in Marineo sind schon so ein Erlebnis für sich. Papa hat sich richtig gegönnt. Also wenn schon Papa fast darunter fällt. Das Ganze nochmal bei Abend. Hier ist alles beleuchtet, Musik läuft. Und hier sind die Bilder. Die haben das mit Blüten und Erde und keine Ahnung was gemacht. Richtig schön, aber vorhin war hier die Hölle los. Marineo ha scelto di andare avanti e ha scelto di andare avanti insieme a noi, a questa squadra. Che bomba hanno? A questa bomba! Che bomba hanno davanti! Che bombe! Ein neuer Verkäufer. Ich glaube, spätestens jetzt sind hier alle wach. Highlight. Ist das die Nonne? Nee, ist eine andere Nonne.
So, wir haben so ziemlich alles schon eingepackt. Für uns ist das der letzte Morgen. Wir fliegen heute Abend wieder zurück, müssen allerdings erst wieder nach Catania. Da fahren wir 2,5 Stunden hin. Wir rechnen mal lieber mit 3. Dann müssen wir auch das Auto noch abgeben. Und wir wollen auf dem Weg noch in ein Einkaufszentrum so ein bisschen. Ich möchte gerne mal noch in einen größeren Supermarkt einfach und so ein bisschen bummeln. Ich mag das ja, habe ich euch schon erzählt. Und genau, jetzt gibt es gleich Frühstück und dann so langsam, aber sicher machen wir uns dann auf den Weg. Pfirsich hat sie gekauft. Da ist unser Käsekuchen von gestern. Ist übrigens gar nicht so schlecht geworden, aber schmeckt schon ein bisschen anders. Wir sind im Einkaufszentrum angekommen. Für die Kinder haben wir ein Kleid gefunden, zeige ich euch gleich. Hier gibt es einfach ein Baby-Ikea. Fand ich gerade so süß. Und das sieht auch schön aus für Kinder. Sollen wir da mal rein? Also hier wäre ich ja jetzt nicht reingegangen. Aber Herr Papa. Sind das Toni? Nein, das ist... Ähnlich, ja eben, aber ist so ähnlich. Ja eben, aber das ist dann ein anderes. Guck mal. Das ist ganz anders aufgebaut. Okay. Das ist das Kleid, ne? Oh, 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 jetzt liegt es am Boden. Und da gab es noch eine Kette dazu. Bei mir ist ein Edelstein. Wir sind im Flugzeug. Wir fahren rückwärts, ne? Gleich geht's los. Nein, wir fahren vorwärts. Ne, jetzt gerade. Rückwärts, oder? Nein, vorwärts. Thank you.